Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wir müssen jetzt die Quest legen, die Spur der Kriegsherrin. So, in der letzten Folge sind wir hier leider gestorben, aber ich hoffe mal, dass wir es jetzt schaffen. Und ich werde die gleich von hier oben erledigen. Auf die grünen Küsten schießen. Die Lure-Behälter. Den Feind immer vor sich halten. Jetzt schon ein bisschen mehr aus. Okay. Da ist ein Lure-Behälter. Okay, ich würde sagen, wir können schon mal runter. Aber ich werde mir noch natürlich meine Munition noch auffüllen. Wo bist du nur hin? Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Val, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter.
Dann müssen wir so schön looten. Mal hier hoch. Hinten waren ja, glaube ich, auch noch ein paar Maschinen, die wir gekillt haben. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Ja, erst will ich die ganzen Dinger hier noch mitnehmen. Oder? Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Okay. Ich rede mit Sona und Val. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt! Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Okay. Mit unserer Hilfe kann die ja da rein. Wir sind die Sucher. Wir haben ja die Sucherin. Die haben ja überall hin. Wir dürfen jetzt überall hin. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Quests, Hauptquests. Die Rache der Nora. Okay, dann machen wir noch gleich hier weiter. Gibt es zum Roten Echo. Scheiße, und unser Ding ist auch nicht mehr da. Unser Mount, müssen wir neues holen. Wahrscheinlich sterben, wenn wir da runtergehen. Na, das werden wir nicht überleben.
Da könnten wir runter. Bild ohne Mount. Jetzt müssen wir zu Fuß gehen, also wir finden eins unterwegs. Aber dann können wir wenigstens ein bisschen Zeug mitnehmen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ich würde eigentlich nicht mit dem Feuerfall machen, aber egal. Ein Truthahn. Zum guten Echo. Wo sind wir das jetzt? Da lang? Okay. Das brauche ich vielleicht noch. Vielleicht könnte man sie überbrücken. Aber wo kann ich das lernen? Ja, wo kann ich denn das lernen? Warte mal, jetzt schauen wir mal. Kommt es vielleicht später erst noch? Rotes Licht bedeutet Ärger.
Wie kann man denn das lernen? Kommt das vielleicht später erst noch? Alter. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Super, jetzt haben wir eine Falle gespannt. Das wäre geil, wenn ich die wieder mitnehmen könnte. Lagerfeuer. Sehr hilfreich. Wir müssen in diese Richtung. Ich denke mal, dass der Sägezahn hier auch. Ja, da vorne ist er schon. Okay, aber Gott sei Dank haben wir gespeichert. Der lässt mir aber keine Ruhe, ich will ihn killen.
leid, dass ich dir den Spaß verderbe. Es geht doch. Das Fleisch damit. Fleisch. Und Medizin natürlich wieder, Leute. Boah, schaut das geil aus. Was haben wir überhaupt noch Holz? 423 Stück. Boah, was ist denn das? Feuerbrüllrücken, den haben wir vorher schon mal gesehen. Wir sind zu wenig dran, aber ich weiß nicht, ob wir den killen können. So, 400 Meter noch. Ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwann mal wieder so einen blöden Läufer sehen. Ich probiere jetzt einfach mal, ob ich den von hier killen kann. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Also geh jetzt da mal ran. Vielleicht kann ich die jetzt so killen. Thank you.
Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Wir haben unseren ersten Feuerbrüllrücken getötet. Ganz schön schwierige Angelegenheit eigentlich, weil der fast keinen Schaden nimmt. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo oder auch über ein Like freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.